Der Regen fällt auf das Brokart Raceland in Wackersdorf und deswegen haben wir eine kleine Verzögerung drin, damit wir den Senioren auch die Chance geben können, nochmal umzuschrauben auf ein Regensetup, um hier sicher diese beiden Rennen noch durchzubringen. Nicolas Schöll, die 216, er darf als erstes raus in den Regen fahren zu diesem dritten Wertungslauf. Neben ihm mit der 217 dann Felix Kottig. Daniel Wolk, die 202 und Max Wissel, die 223, bilden dann die zweite Startreihe. In Startreihe 3 rollt an den Start die Startnummer 208, der Christopher Dreispring und Tim Mikametz mit der 222. Dorian Heinrich, die 252 und Tim Schneider, die 211, dann in der vierten Startreihe und in der fünften Startreihe Tim Becker mit 205 und Bennett Ahrens mit der 227. Die sechste Startreihe, die bildet sich aus der Startnummer 219, Kevin Kemlin und Pascal Treving mit der 269. Sophia Menzenbach, die 209, teilt sich die siebte Startreihe mit Silas Piontek, der 244. Fabian Bock hat Startnummer 277 und rollt ebenso aus der achten Startreihe an den Start wie Laurin Frey mit der 245. Robert Kindervater, die 213 und Ben Becker, die 233, dann in der neunten Startreihe und aus der zehnten Startreihe startet Rasmus Schaper, die 220 und Glenn Rupp, die 262. Niklas Bentfeld, die 250 und Julian Württele, die 218, dann in Startreihe 11. Und in der 12. Startreihe sehen wir Jan Heinen, die 201 und Lukas Wawziniak, die 255. Thies Cordes, die 294 und Florian Breitenbach, die 221, dann in der 13. Startreihe und in Startreihe 14 mit Startnummer 207, Tim Habicht und Marvin Petruschinski, die 204. Vivien Reit, die 203 und Dorothy Martens, die 272, bilden die Damenreihe in Startreihe 15. Und Gina Kraft macht das Feld mit der Startnummer 240, dann in Startreihe 16 komplett. Auch hier der Blick auf den Meisterschaftsstand. Und da ist der Christopher Dreispring mit 252 Punkten so gut wie eigentlich durch vor Daniel Voigt. Der hat vor diesem Lauf 214 Punkte, kann dort aber noch von Max Wissel verdrängt werden. Und diese beiden starten zusammen in Startreihe Nummer 2. Aber Christopher Dreispring muss auf jeden Fall noch Punkte bringen in diesem Lauf, um ganz sicher seinen dritten Meisterschaftstitel bei den Senioren zu haben. Und Nicolas Schöll setzt sich wiederum sofort an die Spitze, wie er das ganze Wochenende hier in Wackersdorf bereits gezeigt hat, der Österreicher aus Wien lässt da nichts anbrennen im Augenblick und geht sofort an die Spitze. 14 Minuten, eine Runde lang, jetzt dieses Regenrennen der Senioren. Max Wissel mit der 223 ist auf Platz 2 gegangen, setzt sich in den Windschatten rein, greift jetzt zum ersten Mal am Sprunghügel den Niklas Schöll an und biegt als erster in diese Kurve ein. Aber dann kommt ihnen Niklas Schöll und holt sich die Führung sofort wieder zurück in diesem Lauf. Aber dann schafft es Max Wissel bei der Anfahrt zum Zielstrich dort die Führung zu übernehmen. Niklas Schöll geht nach vorne und schauen Sie mal, wie hier der Max Wissel kämpfen muss beim Anbremsen der Steilkurve. Und das ist jetzt so ein Dreier gestellt dort vorne und Niklas Schöll dreht's raus und damit ist der Max Wissel und der Daniel Voigt vorne und das ist nicht der einzige hier, der Niklas Schöll, der rausgedreht wird. Da heißt es jetzt für die Fahrer einfach auf Ankommen noch zu fahren.
Natürlich, ein großes Feld mit 31 Fahrern, da kann natürlich noch sehr viel passieren und bei diesen Bedingungen, da wird die Strecke nochmal so richtig glitschig, da wird das Ganze teilweise an manchen Stellen wie Schmierseife und es bilden sich einige kleinere Pfützen, denn diese Strecke erst in diesem Jahr general überholt worden, damit die Pfützenbildung nicht mehr so stark ist und das hat auch ganz gut funktioniert. Da hat man das ganz gut jetzt unter Kontrolle. Max Wissel also in Führung vor Daniel Voigt und Bennett Arendt, der auf Platz 3 unterwegs ist. Felix Kotik ist Vierter und Niklas Schöll, der war auf Platz 5 zurückgefallen. Christopher Dreispring hält sich auf Platz 6, wohl wissend, dass er einfach ankommen muss, dass er einfach einen Punkt holen muss. Aber im Augenblick ist der vor ihm fahrende Dorian Heinrich ihm doch ein bisschen zu langsam und dann versucht er doch wieder vorbeizukommen am Dorian Heinrich, um seinen 6. Platz wieder zurückzuholen. Nein, um seinen 5. Platz dann zu holen. Souverän vorne jetzt Max Wissel und es gibt eine 3-Sekunden-Strafe für die 227, für Bennett Arendt. Der erhält 3 Sekunden drauf, ist um Platz 2 und 3 zu wild unterwegs für die Rennleitung. Geht jetzt zwar vorbei an Daniel Voigt, aber Daniel Voigt, da habe ich ein bisschen den Eindruck, der lässt ihn auch vorbei, denn er weiß, 3 Sekunden Rückstand. Ja, und immer wieder, vor allen Dingen im Mittelfeld, geht es noch eng zu und hier rutschen immer wieder der ein oder andere raus aufs Grüne. Das ist nicht so einfach, denn wenn man da mal auf dem Rasen gelandet ist, da ist natürlich null Grip mehr da, da geht gar nichts mehr. Oder auch in dem Sand, der dort liegt, auch da schwierig noch vorwärts zu kommen. Da rutscht man dann mehr weg, vor allen Dingen, wenn die eine Seite im Sand ist, die andere noch auf dem Teer, da gibt es kein Halten mehr, denn die eine Seite hat keinen Grip, die andere, die hat Grip und schon hat man sich gedreht. So einfach kann das manchmal gehen. Ja, Bennett Arendt hat sich den 2. Platz jetzt geholt von Daniel Voigt. Das haben wir ja erleben dürfen. Und Felix Kotik fährt sich langsam auf Platz 4. Platz 5 im Augenblick dann für Kevin Kämmlin und der Christopher Dreispring auf Platz 6. Weiterhin mit guten Chancen hier seine 3. Meisterschaft zu holen. Wie gesagt, für Christopher Dreispring heißt es, einfach nur in die Punkteränge zu kommen, dann wäre er auf jeden Fall schon Meister. Und was die Vizemeisterschaft angeht, hat jetzt natürlich Max Wissel den besseren Überblick. 6 Punkte war der Rückstand auf Daniel Voigt. Im Moment beträgt er 9 Punkte zwischen Wissel und Voigt. Also Max Wissel kann in diesem letzten Lauf sich noch die Vizemeisterschaft hinter Christopher Dreispring dann holen. Ja, 16 Uhr wird es wohl nichts mehr werden mit den Siegerehrungen. Das sage ich jetzt ganz unverblümt gleich mal so durch. Uhr, dann die Startzeit und das heißt um 15.21 Uhr Schließung des Vorstarts für die DD2. Also DD2, die dürfen dann auch sich langsam fertig machen in Richtung Vorstart. 15.21 Uhr schließt hier der Vorstart. Ja, natürlich hat dieses Regengebiet
jetzt ein bisschen die Spannung aus diesen Rennen genommen, die wir heute Vormittag im Trockenen noch gehabt haben. 7 Minuten und eine Runde sind noch zu fahren, also die Hälfte dieses Rennens vorbei. Souverän führt Max Wissel mit 6,2 Sekunden Vorsprung vor Bennett Ahrens. Der Maximilian Wissel, der ist ja auch schon sehr lange mit dabei im Motorsport, war Zweiter der DMV Championship, als es die noch gab, 2012. Und gewann im Jahr 2000 bereits den Bundesendlauf des ADAC. Damals war er noch dort mit dabei in den Regionalserien. Jetzt dreht er hier seine Runden und macht seine beste Rundenzeit. Der Fahrer aus Altenau, der bei den Season Open in diesem Jahr alle 3 Läufe gewinnen konnte und jetzt also da nochmal einen drauf setzt. Draußen jetzt auch Fabian Bock. Für den ist dieses Rennen dann ebenfalls frühzeitig beendet. Der darf frühzeitig zum Zuschauen gehen an diesem Wochenende. Ja, am Ende der Gegengegengerade. Doppelgeschwenkt gelb heißt langsame Fahrt, immer bremsbereit sein an dieser Stelle. Aber bei diesem Wetter natürlich doppelt wichtig, diese Bremsbereitschaft, dass nicht noch jemand da reinrutscht, wo unsere Jungs von der Streckencrew des KCT hier am Arbeiten sind. Die waren vor 2 Wochen ebenfalls hier in Wackersdorf. Bei ähnlichen Bedingungen, da hat es am Samstag den ganzen Tag geregnet. Und man muss das wirklich sagen, bei diesem Wetter, die stehen da draußen, egal ob bei Hitze, bei trockenem Wetter wie gestern oder bei Wind wie heute Vormittag oder bei Regen wie jetzt und machen hier einen ganz guten Job, helfen, wo es nur geht. Und insofern an dieser Stelle schon mal ein riesengroßes Dankeschön an unsere Streckenposten. Die Startnummer 252, die gehört Dorian Heinrich. Der ist im Augenblick auf Platz 10 unterwegs und erhält 5 Strafsekunden. Verwarnungsflagge ist draußen, die schwarz-weiß diagonale Flagge. Verwarnung also für Dorian Heinrich heißt, Dorian, du fährst jetzt unter der Aufmerksamkeit der Rennleitung. Du darfst dir nichts mehr erlauben in diesem Rennen. Bennett Ahrens weiterhin auf Platz 2, auch er bereits mit einer Verwarnungsflagge ausgerüstet. Und Daniel Voigt, der Sieger der Rhein-Main-Kart-Cup von 2014, hier auf seiner Lieblingsstrecke ist er auf Platz 3 unterwegs. Und den 3. Platz, den hat er auch beim Season Opening im 1. Lauf sich rausgeholt. Im 2. Lauf dann 2. und im 3. Lauf im Finallauf, als es um alles ging. Da war Daniel Voigt in diesem Jahr hier in Wackersdorf 5. Ja, und die Abstände, die sind in der Zwischenzeit in einer Größenordnung, wo man sagen kann, okay, wir können hier von fast überall sicheren Plätzen ausgehen. Es will auch keiner bei diesem Wetter so richtig an den anderen heranfahren. Da fährt man ungern in den Windschatten rein, denn da ist ja die Gischt da, die spritzt ja hoch, die wird aufgebauscht hier durch die Räder des Vordermannes. Und wenn man da reinkommt, dann hat man sofort diese Gischt, dieses Wasser auf dem Visier. Und das ist natürlich sehr unangenehm, um hier weiter schauen zu können. Und immer wieder die Dreher, ja, da sind die Zweikämpfe, die sind relativ spannend bei diesem Wetter. Aber der kleinste Fehler, das kleinste Ausweichen auf die Curbs und sofort ist man hier verloren bei diesen Wassermengen, die sich hier ansammeln. Man sieht zwar die
Das Wasser läuft sehr gut ab auf der Strecke und es gibt auch die Idealspur, die man dann sehen kann. Die ist nicht trocken, die ist weiterhin nass, aber das zeigt, dass das Wasser gut abfließt und dementsprechend man fahren kann bei diesem Wetter. Daniel Wolk also mit einem Dreher beim Angriff auf Bennett Arendt. Dementsprechend fällt Wolk auf Platz 10 in dieser Runde zurück und das Ganze 1 Minute 45 Sekunden und eine Runde vor dem Ende dieses Laufes. So, und jetzt heißt es natürlich für Max Wissel, einfach nur diesen Sieg noch ins Ziel zu bringen und dann ist er Vizemeister vor Daniel Voigt. Wo ist denn Christopher Dreispring? Der ist auf Platz 6 unterwegs, also immer noch in den Punkten, macht nochmal 10 Punkte gut in seinem Klassement und das heißt auch in diesem Fall für Christopher Dreispring im Moment Meisterschaft zum dritten Mal in Folge an diesem Wochenende hier in Wackersdorf gesichert. Auch nach hinten zu Niklas Schöll, der ja aus der ersten Startreihe herausgekommen ist und jetzt auf Platz 7 unterwegs ist, hat der Christopher Dreispring einen großen Vorsprung. Ist da eigentlich sehr ungefährdet unterwegs, lässt auch vor ihm den Felix Kottig soweit vollständig in Ruhe, will hier einfach nur diesen sechsten Platz ins Ziel bringen. Ja, und es wird wohl darauf hinauslaufen, dass die letzte Runde gleich beginnt. Noch 10 Sekunden stehen hier auf der Uhr, aber der Max Wissel kommt noch einmal durch, 6 Sekunden vor dem Ablauf der Zeit, also noch 2 Runden, die wir hier sehen dürfen. Und Max Wissel holt sich mit diesem Sieg die Vizemeisterschaft vor Daniel Voigt, der wohl in der Meisterschaft Dritter wird. Denn der Viertplatzierte der Meisterschaft, der Robert Kindervater, der fährt im Moment auf Platz 4, hat damit 13 Punkte. Daniel Voigt hat 6 Punkte, sind 7 Punkte, die hier Kindervater aufholen kann. Nein, das reicht ihm nicht mehr. Nein. Also wir notieren den Daniel Voigt als Dritten der Meisterschaft nach diesem Lauf, der jetzt in die letzte Runde dann gehen wird. Max Wissel also jetzt in der letzten Runde unterwegs. Elf Sekunden sein Vorsprung auf seinen Verfolger, auf Bennett Arendt. Aber Arendt mit 3 Strafsekunden gesegnet, kann trotzdem sich auf jeden Fall den dritten Platz hier noch holen. Und Max Wissel in seiner letzten Runde in diesem Jahr nochmal mit neuer Bestzeit unterwegs, fährt die schnellste Zeit dieses gesamten Rennens der Senioren. Gleich kommt er also an. Max Wissel, Vizemeister 2016. In den Seniorenkategorie. Dementsprechend auch sein Jubel beim Eintreffen hier im Ziel. Bennett Arendt kommt als Zweiter über die Ziellinie. Aber wie gesagt, müssen wir jetzt mal abwarten. Kevin Kemlin, der wird Dritter. Robert Kindervater Vierter. Felix Kottig als Fünfter. Christopher Dreispring, neuer und alter Meister der Senioren mit diesem sechsten Platz vor Nicolas Schöll, der Siebte wird, Dorian Heinrich auf Platz 8. Tim Mika Metz kommt als Neunter an, Tim Becker wird Zehnter. Daniel Voigt
erhält 5 Punkte für Platz 11, den er vor Glenn Rupp sich reingefahren hat. Tim Schneider dann als 13. ins Ziel. Marvin Petruschinski fährt von Platz 28 auf Platz 14 und holt sich da noch 2 Punkte ab vor Laurin Frey, der als 15. aus diesem Seniorenrennen zurückkommt.